Internationaler Pferdesport, internationaler Springreitsport, zu Gast in der Arena Nova bedeutet auch zu Gast zu sein in Niederösterreich. Und darüber freut sich, glaube ich, der Präsident des Niederösterreichischen Pferdesportverbandes. Unter anderem eine der vielen Funktionen, die Gerald Dautzenberg innehat. Man könnte fast sagen, sich hat aufhalsen lassen, aber immer mit einem Strahlen, mit einem Lächeln und auch einem positiven Eindruck, wenn er auf solchen Veranstaltungen ist. Wie geht's dir heute? Danke, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, das sieht man. Die Zuschauer sind in Überzahl hier. Die Sportler bringen Leistungen, die man wirklich sehen kann. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres als so eine Messe, wo die Vielfalt an Besuchern, die verschiedensten Interessen damit konfrontiert werden, wie schön es ist, mit unserem Partner Pferd zu arbeiten und gemeinsam Leistungen zu erbringen. Das ist ja auch ein Punkt, der diese Messe und diese Veranstaltung mit dem Springturnier von der Familie Rösch und, auszeichnet, dass hier Freizeitreiter, Hobbyreiter, Show, aber auch Spitzen des Sports zusammenkommen und das alles in einem sehr familiären Umfeld. Wirtschaftsfaktor Pferd in Österreich, in Niederösterreich, das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Nein, das darf man nicht unterschätzen und ich muss hier der Familie Rösch auch gratulieren, die das ja hier ins Leben gerufen hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Pferdesport ist ein Wirtschaftszweig, du hast das richtig gesagt. Und ich glaube, das wird viel zu wenig zur Kenntnis genommen, dass wir in etwa 25.000 Leute in Österreich mit unserem Sport beschäftigen. Dazu gehört natürlich auch der Freizeitbetrieb. Das ist es ja. Und die Liebe zum Pferd, die weiß man, die ist dir auch gegeben. Du warst spät berufen, aber dann umso erfolgreicher im Western-Sattel, wenn man sich so umschaut. Es gibt sehr, sehr viele, sage ich einmal, reifere Herren, die sehr erfolgreich sind. Einer wird uns hoffentlich morgen noch ganz, ganz viel Freude machen, Hugo Nationale. Da kommt aber jetzt ganz, ganz viel auch an Jungen nach, in Europa, aber auch in Österreich. Wie kann man denn die noch besser fördern? Ja, also ich glaube, die Jugend zu fördern ist sowieso ein Ziel des Verbandes und das tun wir. Und die Erfolge geben uns recht. Ich meine, wenn man schaut, wir haben eine Goldmedaille Europameisterschaft im Westernreiten gemacht, bei den ganz Jungen bis 14. Also der Nachwuchs wird von uns gefördert und das ist eines der Hauptziele, die Jugend vom Computer wegzubringen, zum Sport, in die Natur, zur Verantwortung für ein Lebewesen. Sprich aufs Pferd, ob sie da jetzt dann Turniere reiten wollen und erfolgreich im Sport sein wollen oder den Freizeitpartner Pferd für sich entdecken, das ist dann fast schon gleich. Ja, also wir haben das ja schon lange erkannt und wir gehen jetzt auch in die Kindergärten, werden auch dort versuchen, Interesse für unseren Partner Pferd zu erwecken. Und das Beispiel ist Deutschland, Frankreich, die das sehr stark machen und die riesige Erfolge haben und wo es auch medizinisch und von den Fachleuten ausgearbeitet wurde, was das alles für ein junges Leben, ein Kind an Verantwortungsbewusstsein, emotionale Kontrolle und bringt. Das Pferd ist ein Heilmittel. Also, liebe Jugend, lasst es euch von zwei älteren Herren sagen. Geht's aufs Pferd. Danke.